So, Jakob, geiles Reaction-Video heute. Mein erstes Reaction-Video. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein. Also, wie lange ist das her? Fünf Jahre jetzt im Mai dann. Wir schauen es uns mal an jetzt hier. Also mal gucken, ob der Ton geht. Warte, guck mal hier. Bauchfrei. Okay. Hast du dann alle Demos, die, also wir haben ja wahrscheinlich die nächsten Demos, Hörer, die uns stellen. Ein bisschen skinny. Ah, hast du gehört, ja? Was ich gesagt habe? Ja. Ein bisschen skinny, sagt er. Wir haben ja wahrscheinlich den nächsten Moritz Böhringer vor uns stehen. Oh mein. Kennt jemand noch, sorry, kennt jemand noch Moritz Böhringer? Ja. Gibt's den noch in der NFL? Ja, ich weiß nicht, was Mobo macht, aber Mobo, ich weiß, der ist auf jeden Fall noch in Shape. Ja, oh yeah. Irgendwo. Ja, Mobo hat ja damals einen Touchdown gegen mich gefangen. Riecht mir hey. Hört nur auf, ey. Ah, schau die Frisuren, die goldene Ohrringe drin. Überall. Guck mal, das Trainingscenter, was für ein krasser Unterschied. Ne? Ja. So wie das einfach optisch so ein bisschen aussieht. Ganz anders. Ich würde sagen, ich sehe ein bisschen gleich aus, ein bisschen mehr Masse, aber sonst. Ja, auch das machbare Merch ist auf jeden Fall sehr viel besser jetzt. Dann auch mit dem blauen Logo, es sah noch nicht so krass aus. Jetzt ist das Ganze noch ein bisschen. Schau dir meine Trainingsschuhe auch an. Das sind halt die ja. College, die drücken mir diese Basketballschuhe an. Wir haben ja damals, das war die zweite Einheit, die wir zusammen gemacht haben. Genau. Dann haben wir so ein bisschen, mal was, ein bisschen leiser. Wir haben da ja so Agility gemacht, genau. So High Knees und solches Gedöns hier. Hab ich dir noch erklärt, die Hüfte strecken macht dich groß. Wenn du dich selbst so siehst, wie ist das? Es ist sehr komisch, es ist sehr komisch. Ich habe das Gefühl, ich sehe größer aus, ja? Ja. So länger, ja, so ein bisschen länger. Ja. Irgendwie. Alter, Mann, immer gestreckt. Und dann ist auch immer. Genau, ja, weil du noch nicht ganz so breit warst. Weißt du, was du zu der Zeit gewogen hast im College? Ah, ja, wahrscheinlich so 235, 240, sowas. Und jetzt? Jetzt 255. 255, so 120 Kilo kann man das fast ja, so, sowas so in die Richtung. Ja. Guck mal, die Arme. Die Koordination. Erinnere dich dran, die Übung haben wir heute auch gemacht, ja, ja. Im Training. Ohne irgendwie groß drüber nachzudenken jetzt, aber damals war das irgendwie noch, musste so alles so ganz nochmal von vorne lernen. Ja, krass. Also war noch, wir spulen mal ein bisschen vor. Oh ja, die habe ich. Schau mal, auch andere Leute noch am Trainieren gleichzeitig. Ja. Gab es das auch eine Weile lang nicht mehr. Das ist korrekt, ey. Guck mal, hier Pogo-Jumps, ich zeig dir schnell. Ja. Ich dachte, jetzt muss auch den Geister-Move von dir für dich. Kannst du uns bitte heute mal zeigen, wie die Pogo-Jumps aussehen? Du weißt einfach so ganz normal. Genau. Nice, Mann. Geil. Hättest du damals wirklich dran gedacht, dass du mal in der NFL spielst und mal bei den Patriots bist? Nicht wirklich. Also damals, weißt du, auch so Backup dann im College irgendwie lief nicht so. Also, ich meine, mein Fokus da war eigentlich wirklich irgendwie, hoffentlich kann ich irgendwann mal mehr spielen, ja, ja. Und wirklich aufs Feld kommen. Und also das war eigentlich der Fokus. Aber guck mal, wie schnell sich das dann ändern kann. Ja. 4, 5 Jahre und dann auf einmal trifft man sich wieder und du spielst in der NFL. Ja. Auch das Trainingscenter, als ich das Trainingscenter aufgemacht habe, hätte ich auch nicht gedacht, so, wow, dass das mal so funktioniert, wie da, wo wir heute stehen. Ja. Zwei unterstützende Trainer und eine Trainer, also ein Trainer und eine Trainerin, ja. Muss man ja korrekt ganz aussprechen, richtig, ganz wichtig, die Dame hinter der Kamera gerade. Gibt's Ärger. Genau. So. Gibt's kein Essen? Boxjumps sehen jetzt auch besser aus. Boxjumps sehen auch besser aus, auf jeden Fall. Viel kontrollierter, viel stabiler. Ist ungefähr dieselbe Höhe. Ja. Also ich habe dir auch erzählt, mein Boxjump kommt sich immer auf die Höhe der Box drauf an, nicht wie hoch du deine Knie ziehen kannst, sondern auch wie stark drückst du dich ab. Ja, ja? Ja. Trotzdem, auch wenn die Box 1,5 hoch ist, du kannst dich auf 1,20 hoch. Aber auch allein, ich will einfach vom Bewegungsablauf. Die Bewegung ist einfach drin, da ist Power dahinter und du kommst halt viel öfter auf dieselbe Höhe. Ja. Wir haben auch bei deinem Counter-Movement-Jump zum Beispiel, wenn wir den Test gemacht haben, das ja auch gesehen, dass deine Werte sehr gleich sind. Ja, da haben wir damals gerade am Clean gearbeitet, das war ja im College, habt ihr das viel gemacht, ne? Ja. So Power Cleans und so, da war ja die Technik noch ein bisschen ausbaufähig, weil dann wurde halt durchs Programm durchgehauen, wenig Coaching manchmal, ja, leider. Coaching, ja.
Aber so bei den Patriots oder so jetzt in der NFL habt ihr weniger Powerbeans, gell? Ja, es wird, viel wird ersetzt eben mit der Kaiser-Maschine. Yeah. Also, dass das Ganze eben ein bisschen gelenkschonender ist für die bisschen höherjährigen Veterans. Aber wenn du möchtest, kannst du es immer noch mit einbauen. Das ist im Plan drin. Ist eben entweder ohne, entweder du machst Sprünge, Kaiser oder Power Cleans. Ah, guck mal hier, da sieht man dich früher die Schuhe ausziehen lassen, weil die Schuhe damals schon doof waren. Ja, die Schuhe waren super schlecht. Ja. Mann. Ein bisschen Buttwink hier in der Technik damals. Ja. Das ich habe dich dann auch, glaube ich, breiter geschickt und dir das mit den Knien erklärt. Ja. Das ist dein Knee Alignment Chip, genau. Ja. Also wenn ich jetzt allein schon vergleiche, wie ich jetzt meine Squat-Form angeht, ist auch nochmal ganz anders. Ohne Kraft. Zwei, genau. Das ist die Bände. Good. Hochkraft. Yes, sir. Ja. Und wir müssen ja auch schon sagen, ne, du bist ein großer Kerl, also du bist kein Ass to Grass. Also du bist nicht ganz da unten, da kommst du einfach nicht hin. Wollen wir auch nicht, weil wir es einfach bei deiner Position auch nicht brauchen, bei deinem Sport. Du gehst schon sehr tief, du kommst auch tiefer wie parallel, aber dieses Ass to Grass, wie man es so ein bisschen kennt, ist da überzogen, brauchen wir noch nicht. Da mit frischen Brandings noch vom College. Ja, aber da haben wir noch so bis 100 Kilo gearbeitet. Ne? Ja. Da war nicht 20er drauf, 20er drauf, jetzt mit 200 Kilo auf Reps, ey. Schon ein Unterschied. Ja, da haben wir also Pistons gemacht, genau, einbeinige Geschichten. Ja, Hamstring Curls, genau. Ja, das war am College, meine Hamstrings waren alle zwei Wochen, hatte ich irgendwie Hamstring-Probleme. Habt ihr da so Nordic Hamstring Curls und so gemacht, exzentrischen Fokus? Nicht wirklich auf exzentrischen Fokus. Wir haben es ab und an gemacht, aber es gab auch viel einfach so Hamstring-Curl-Maschine und dann drei Sätze 10 oder sowas, was halt irgendwie da das ist jetzt schon anders, hilft. Das ist da schon anders geworden. Ja, aber auch gleichzeitig meine einfach Lauftechnik war damals einfach noch ein bisschen falsch. Ja. Also ich habe damals einfach irgendwie bisschen zu weit gereached immer, hatte mein Bein immer so extended, wo dann auch noch die ganze Kraft drüber kommt. M-Balls! Geiler Shit, ey. Da gab's noch die M-Balls. Ich wollte gerade sagen, wo sind die Snacks hin? Ja? Die Snacks sind auf einmal weg. Weil man gibt's hier noch so gesunden Scheiß und Kaffee, ja? So, die geilen Süßigkeiten. Das waren Datteln, die haben wir ja selber gemacht, die M-Balls. Mit Datteln und so. Schön klein gemacht zu einem Brei und so. Und dann waren das die M-Balls, geil. Ja, dann Broader Pull und Push. Oh, ja. Lass mich den Push danach mal noch sehen. Warte, der Push sieht irgendwie auch nicht. Müssen wir nochmal zurück? Der Push sieht ein bisschen kraftlos aus. Ja, da schon. Man sieht einfach, dass viel weniger Spannung in deinem Körper ist. Ja. Hier, da. Ah, irgendwie so. Ja, das ist. Du siehst, die Knie sind nicht so stabil. Da alles ein bisschen chubby, würde ich mal vorsichtig sagen, oder? Ready, go! Komm, zieh! Trifft's auch ganz gut, so ein bisschen chubby. Ja. Oh ja! Oh Mann! Ich war auch completely out of breath. Ich so, wow, warum geht dieser deutsche Trainer so ab? Was ist los? Nice, ey. Mann. Das war ein bisschen Chor hier. Ja, die guten alten Sprinter-Sit-Ups, ne? Ja. Zack. Ja, mit dem Chor kriege ich dich jedes Mal. Ja. Das ist, da habe ich immer eine neue Genialität eine neue für dich. Geil. Side Planks. Chor-Session. Ah, das Ausrollen, ne? Nice. Der Klassiker. Ja, heutzutage gibt es nur noch Massage ganz und Chor, aber wir arbeiten ja immer noch mit Rollen. Ja. Ganz ehrlich, also die ganze Zeit hier. Nee, das ist was ich nie ändern wird. Dieses Lock und dieses Ausrollen, nur dass es bei dir ja jetzt viel mehr geworden ist wie damals. Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach nur, also klar, du machst das Ausrollen selber mit allen möglichen Möglichkeiten, die du hast, so die Pistolen, die Recovery Boots, wo du deine Beine reinsteckst und du gehst zur Massage und du zahlst für Akupunktur und alles, also es wird immer nur mehr. Das ist der größte Faktor, den die Leute halt nie sehen. Die sehen immer das Training, weil das ist das Highlight, aber dass so viel Recovery dahinter steckt, dass man überhaupt so oft trainieren kann, auf so einem Level spielen kann, das Recovery. Das Nonplusultra ist so. Also ich bin fest davon überzeugt, dass ich also letzte Offseason nur so viel trainieren konnte, weil unser Volumen war echt crazy. Ja. Wir haben unsere ganzen Conditioning Sessions gemacht, einen Lift und waren danach noch irgendwie 2-3 Stunden Routen laufen mit den Quarterbacks in der Offseason. Ja. Ja. Und also da bin ich echt, glaube ich, einfach nur verletzungsfrei durchgekommen, weil ich halt so viele Recovery-Sachen gemacht habe. Ja. Yoga zweimal die Woche, dreimal die Woche. Ja. Das macht dann den Unterschied. Ja, altes Logo noch. Krass. Nice, Alter. 5 Jahre.
So sieht's aus. Das ist sehr schlimm. Ja, ich weiß nicht, wann dieses Video rauskommt, entweder vor oder nach oder zwischendrin von unseren Sessions, weil wir haben jetzt 2 Wochen lang durchgeballert, nicht nur 2 Tage, sondern 2 Wochen. Ja, ich hoffe, euch hat das kurze, geile Reaction-Video gefallen. War mal interessant, sich selbst so, ja, nach einfach 5 Jahren zu sehen, was sich da entwickelt hat und wo der Junge jetzt ist. Und so geht's natürlich weiter. Genau, dann sehen wir uns hoffentlich nochmal 5. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denkt dran, alles ist machbar.